Das ist Lukas. Er ist 8 Jahre alt und kommt aus Steindorf. Lukas liebt Müll über alles. Er ist großer Müllfan. Er weiß genau, wie man den Müll richtig trennen muss. Und er hat immer den aktuellen Abfuhrplan im Kopf. Außerdem sammelt er zu Hause jede Menge Müllautos und Mülltonnen. Mit seiner Leidenschaft ist Lukas schon zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Wir passen heute perfekt zusammen, denn Lukas ist Hessens größter Müllfan. Vor kurzem hat Daniel Fischer von Nitradio FFH ihn besucht und wir haben ebenfalls über ihn berichtet. Und deshalb hat die Abfallwirtschaft Landil den Lukas heute auf die Mülldeponie nach Aslar eingeladen. Lukas, hi, grüß dich. Hast du Bock auf die Führung? Ja. Und deine Warnweste hast du auch schon da? Ja. Bei mir steht Wolfgang Pfeiffer vom Abfallwirtschaftszentrum. Herr Pfeiffer, haben Sie schon mal einen größeren Müllfan gesehen als den Lukas? Nein, ich freue mich darüber, dass Lukas so großes Interesse an dem Abfall oder an so Müll hat. Es war uns auch ein Anliegen, ihm das zu zeigen, was mit dem Müll passiert. Nicht nur, dass er gesammelt wird, sondern was mit dem Müll daher insgesamt passiert. Du kennst dich gut aus, mein lieber Freund. Hier. Lukas, kümmerst du dich eigentlich bei euch zu Hause auch um den Müll? Ja. Was passiert, wenn Mama und Papa mal aus Versehen was in die falsche Tonne werfen? Kriegen sie einen Anschuss. Kommt das oft vor? Nicht so. Kannst du dir vorstellen, mal Müllmann zu werden? Ja. Wäre das dein Traumjob? Ja. Und hier sind wir jetzt an der Restmüllumladestation. Und Lukas, wenn man mal so ein bisschen schnüffelt, es stinkt schon ziemlich nach Müll, oder? Ja. Aber ist es noch auszuhalten? Ja. Was hat dir denn am besten gefallen hier im Abfallwirtschaftszentrum? Das mit dem Papiermüll. Das mit dem Papiermüll, mit dem Greifer? Ja. Warum? Weil es da nicht so stinkt.